In der noch relativ jungen Geschichte des alpinen Skilaufes gehört der Skiclub Saalfelden mit den nun 100 Jahren seines Bestehens zu den ältesten Vereinen in Österreich. Aus gegebenem Anlass lud der Traditionsverein ins Kongresscenter Saalfelden, um seine Sportler und Jubilare gebührend zu feiern. Bevor es zur eigentlichen Feier des 100-jährigen Jubiläums im Kongresssaal Felden geht, ein kurzer Rückblick. Im Heimatmuseum Schloss Ritzen konnte eine Sonderausstellung gestaltet werden, die die Vereinsgeschichte der letzten 100 Jahre zeigt. Klingende Namen wie Lotte Blattl, Ernst Obereigner, Toni Mark, Kathi Hörl oder Felix Gottwald, um nur einige der Namen zu nennen, die große sportliche Erfolge gefeiert und die Vereinsgeschichte des Skiclubs Saalfelden wesentlich geprägt haben, sind Teil der Ausstellung. Aber nicht nur die großen Erfolge zählen, nicht nur der Podestplatz am Stockerl ganz oben. Es ist vor allem die großartige Arbeit des Skiclubs und nicht zuletzt der Eltern, die solche Erfolge erst möglich machen. Ich glaube, dass es uns immer gelungen ist, eine gute Basis zu schaffen, eine breite Basis zu schaffen für die Jugend, aus der man dann immer wieder Talente abschöpfen kann, die es dann schaffen, doch zumindest bis in die österreichische Spitze und zum Teil sogar darüber hinaus hinzukommen. Und das macht natürlich dann schon eine Riesenfreude, wenn man dafür irgendetwas leisten hat können. Wintersportverein Saalfelden ab 1912, Skiclub Saalfelden ab 1945. Egal ob der Gründername oder der nunmehrige des Vereins, die Namen stehen für außerordentliche sportliche Leistungen, stehen für gediegene Arbeit im Sinne des Skisports in Österreich. Und da kann man dem Verein, dem Club wirklich nur gratulieren. Er ist ja einer der größten Clubs in der Gemeinde, aber auch im Bundesland Salzburg und haben ganz, ganz tolle Leistungen. Sie haben hervorragende Sportler hervorgebracht, sie haben hervorragende Veranstaltungen organisiert. Und sie machen sehr viel, was, glaube ich, das Wichtigste ist für unsere Jugend. Zur großen Jubiläumsfeier im Kongresssaal Felden holte sich Moderator Didi Ziesel niemand Geringeren als Felix Gottwald mit ins Boot, um ein abwechslungsreiches Programm zu präsentieren. Spannende Diskussionen mit den Stars der Vergangenheit und natürlich der Gegenwart bildeten dabei den zentralen Rahmen. Zum Jubiläum gratulierten auch Stars via Videobotschaft, denen es aufgrund laufender Trainingseinheiten einfach nicht möglich war, persönlich zu erscheinen. Und Felix Gottwald bringt es auf den Punkt: Einem Skiclub kann man nicht genug Dank und Anerkennung zurückgeben. Der Sport ist Lebensschule, das ist das als Junge nicht bewusst. Aber all jene, die den Skiclub immer wieder begleitet haben, ob das jetzt ein Sprungtrainer war mit Brünlinger Walter oder mit Meier Herbert, der mich damals ein bisschen reingestritten hat in Salzburger Landes-Skiverband, das sind alle Begleiter des Weges. Und es ist heute ein wunderbarer Tag, um den Menschen wieder mal mit einer zu quatschen, mit einer zu reden, einem ein Danke zu sagen. Und im Rahmen dieser Feier, glaube ich, ist halt viel gesagt worden. Und es ist wichtig, dass gemacht wird, weil 100 Jahre sind 100 Jahre und das sollte man würdigen. 100 äußerst erfolgreiche Jahre, die dem Skiclub Saalfelden und dem Salzburger Skisport viele nationale und internationale Höhepunkte schenkten. Angesichts dieser Tatsache wird einmal mehr deutlich, dass derart erfolgreiche Geschichte nur geschrieben werden kann, wenn alle Beteiligten an einem Strang ziehen. Ich kann nur stolz sein auf die Geschichte des Skiclubs, vor allen Dingen auf die Mitarbeiter der letzten Jahre in meiner Periode als Obmann, die Unterstützung, die ich erfahren habe, können. Und ich hoffe, wir haben gemeinsam doch einiges bewegen können. Wenn man dann sieht, wie viele Leute da schon über 40, 50 Jahre dabei sind, es ehrt irrsinnig. Ich bin stolz und ich möchte auch sagen, danke an alle, die da mitgewirkt haben, dass der Skiclub Saalfelden so da steht. Vielen Dank.